Hallo, guten Morgen. Ich war gestern mega spät im Bett auch nicht. Es war, glaube ich, so kurz nach 12:30 oder so. Und heute Morgen um 7:30 hat mein Wecker wieder geklingelt. Ich war auch schon ganz fleißig. Ich habe mein Auto ausgesaugt. Ich war einkaufen. Wir haben bald ein Partywochenende geplant. Also meine Freundin möchte eigentlich Freitag, Samstag, Sonntag weggehen. Ich sehe mich aber Sonntagabend auf irgendeiner Couch Wasser oder Tee trinkend vor mich hin vegetieren. Aber gut, ich habe heute aber die Eintrittsbändchen für uns alle fünf geholt. Und weil die schnell wechseln, musste ich da halt zeitig hin. Deswegen musste ich zeitig aufstehen. Jetzt wäscht schon eine Waschmaschine. Und beim Einkaufen habe ich gerade was ganz, ganz Leckeres für heute Abend gekauft. Das zeige ich euch jetzt mal. Ein Paket habe ich gerade auch abgeholt. Das können wir auch gleich mal zusammen noch auspacken. Und zwar habe ich mir geholt so ein Ciabatta, Olive und dazu Ofenkäse. Den hatte ich seit gefühlt Jahren nicht mehr. Bin auch gespannt, ob mein Körper das aushält. Da darf ich heute keine anderen Milchprodukte oder sowas in die Richtung essen. Dann müsste ich das eigentlich irgendwie überleben. Und dann habe ich mir Süßkartoffelchips geholt. Die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Die sind von der Edeka Eigenmarke. Mal gucken, was die sind, wie die so sind. Und wir packen jetzt mal dieses tolle Paket hier aus. Da ist nämlich ein Kleidungsstück drin, auf das ich mich schon sehr, sehr, sehr gefreut habe. Also erstmal gehe ich zum Glück bald zum Friseur. Ich hätte zwischendurch nochmal Spitzen schneiden sollen. Aber gut. Also, es geht um das, was ich hier trage. Und zwar ist es genauso schön, wie ich es mir erhofft hatte. Ich wurde geinfluenzt, wie man so schön sagt. Ich habe das bei Nicolette gesehen und mir dann tatsächlich sofort bestellt, was ich selten mache. Ich tue es halt auch. Und zwar hat er so schöne Ärmel. So ein Cardigan. Und der ist so schön durchsichtig. Guckt mal. Ich fand das für den Sommer halt richtig, richtig, richtig geil. Sieht man jetzt nicht so gut, weil das, was ich drunter habe, auch schwarz ist. Aber so an der Seite kann man es schön sehen, wie der gemacht ist. Den kann man hier sogar auch zubändeln. Richtig schön. Also für den Sommer finde ich das mega, 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 mega. Klasse. Freut mich total. Und geshoppt habe ich das ganz übrigens hier. Könnt ihr mal gucken. Die haben auch andere coole Sachen. Ich wollte den unbedingt haben. Ich freue mich. Heute werden auch 24 Grad, glaube ich, hat meine Mama vorhin gesagt. Aber ich bin ja so ein Typ, ich muss die Sachen erst waschen, bevor ich sie anziehen kann. Da bin ich echt eklig. Also da habe ich so einen kleinen Fimmel wahrscheinlich. Aber oh, ich freue mich. So schön. Wir haben ein ganz, ganz süßes Paket von Water Wipes zugeschickt bekommen. Die habe ich auf Instagram entdeckt. Und zwar sind das Feuchttücher. Allerdings, was das Spannende ist, die sind zu 99,9% aus Wasser und einem Tropfen Fruchtextrakt. Und das finde ich echt mega, mega spannend. Also wir benutzen Feuchttücher immer noch. Und die werden auch so schnell aus unserem Alltag nicht wegzudenken sein. Ich habe die einfach meistens dabei, wenn wir irgendwie unterwegs sind. Wir benutzen die auch immer noch im Badezimmer und beim Essen, um Hände schnell sauber zu machen. Deswegen, die sind schon immer noch fester Bestandteil meines Alltags. Und ich finde das halt echt, echt super, 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 super schön, dass die wirklich zu 99,9% einfach aus Wasser bestehen. Hier steht das übrigens auch nochmal super süß: die reinsten Babyfeuchttücher der Welt. Hier ist die Geschichte des Entwicklers, des Erfinders von Water Wipes. Als unsere Tochter geboren wurde, bekam sie einen schlimmen Windelausschlag auf ihrer empfindlichen Haut. Das kenne ich übrigens auch. Ich konnte auch nicht alle Feuchttüchermarken benutzen. Ich wollte herausfinden, warum. Als ich mir die Packung der Feuchttücher ansah, die wir benutzten, war ich schockiert, dass wir ihre zarte Haut so vielen Chemikalien ausgesetzt hatten. Es musste einfach einen besseren Weg geben. Daher habe ich mich entschieden, eine reine und sichere Alternative zu entwickeln. Jahre später, nach vielen Tests und umfangreicher wissenschaftlicher Recherche, kamen die perfekten Feuchttücher auf die Welt. Water Wipes. Rein, soft und sicher für die empfindliche Haut und dabei so praktisch wie herkömmliche Feuchttücher. Jeden Tag entdecken Eltern auf der ganzen Welt die Vorteile unserer sanften und sicheren Water Wipes für die Haut ihres Babys. Ich hoffe, Sie werden ebenfalls begeistert sein. Ich hatte das dann nämlich auch. Und ich habe das tatsächlich, und ich habe das bei jedem Kind versucht,
dann einfach mit Wasser und Waschlappen zu arbeiten. Und ich war dann einfach zu faul und es war unpraktisch und ich bin dann immer wieder doch auf Feuchttücher umgestiegen. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich all meinen Freundinnen und Familienmitgliedern, die jetzt schwanger sind und schwanger werden, die hier empfehlen kann. Und wir haben auch so, so viele, dass ich ihnen auch jeweils was zum Testen geben kann. Weil es das halt einfach bei mir noch nicht gab und ich mir das sehr gewünscht hätte. Hier dann auch nochmal. Water Vibes sind ein frisches, reines Produkt. Wir empfehlen die Packungen vor dem Öffnen verkehrt herum, das muss ich nochmal genau lesen, verkehrt herum aufzubewahren und nur jeweils eine Packung zu öffnen. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verbrauchen. Okay, das schafft man ja. genau, da wir keinerlei chemische Zusätze verwenden, um die Flüssigkeit an die Unterseite der... um die Flüssigkeit an die Feuchttücher zu binden, kann es vorkommen, dass sich das Wasser an der Unterseite der Packung sammelt. Ja, sowas ist gut zu wissen, ne? Also, ich verlinke euch die auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es jetzt tatsächlich endlich zum Glück sowas auf dem Markt gibt. Ich habe gerade das erste Mal in diesem Jahr meine Wäsche wieder auf dem Balkon gehabt. Das ist so, 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 so schön. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Ich möchte bald meinen Balkon machen. Ich hatte letztes Jahr meinen Balkon schon gemacht, war damit aber nicht so zufrieden. Ich habe dann irgendwann aufgegeben. So, das ist so Kram, das ist nicht so meins. Aber ich habe neue Balkonmöbel und ich habe jetzt endlich Halterungen gefunden, dass das auch auf meine breite Brüstung, ich solche Blumenkästen draufstellen kann. Und dann will ich irgendwie eine Lösung für meine Lichterkette finden, für die ich letztes Jahr keine Lösung gefunden habe. Und das möchte ich bald in Angriff nehmen, aber ich glaube, da hole ich mir Hilfe, weil ich... bin bei sowas A unmotiviert und B habe ich immer keine Ahnung und Ideen. Und ja, vielleicht lasse ich mich auch irgendwie mal so im Netz inspirieren, weil ich hätte gern so ein Motto für meinen Balkon. Ich finde das irgendwie ganz cool, aber ich habe noch nicht so richtig die Idee. Vielleicht gucke ich einfach mal bei Pinterest oder so. Mal schauen. Ich habe halt auch einen Mini-Balkon. Das ist das Problem. Ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, ob ich nicht mal ein ASMR-Video machen könnte. Wer jetzt nicht weiß, was ASMR ist, dem verlinke ich das nochmal. Und ich möchte das tatsächlich mal ausprobieren. Ich habe ein paar neue, ich sag mal so Kinderspielbücher, Beschäftigungsbücher. Und mit denen möchte ich mal so ein bisschen ASMR-mäßig rumprobieren, austesten. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Falls es aber so ein bestimmtes Ding gibt, was ihr euch als ASMR-Video von mir wünscht, dann könnt ihr das jetzt sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Oh Gott, mein Handy ist so dreckig. Ich höre übrigens immer noch über Audible das Hörbuch Becoming von Michelle Obama, also ihre Biografie. Ich komme nicht so gut damit voran. Also so Hörbuch hören im Alltag, ich habe da noch nicht so das wahre, wirkliche für mich gefunden. Aber ich bleibe dran, weil das ist sowas, ich finde das unglaublich praktisch. Und möchte es gern irgendwie in meinen Alltag integriert bekommen und versuche jetzt halt verschiedene Sachen aus. Also mein nächster Test ist, wie es denn läuft, wenn ich das zum Einschlafen höre, beziehungsweise halt nochmal so 20 Minuten bevor ich schlafe, ob das für mich funktioniert oder ob ich da nach 2 Minuten sofort eingeschlafen bin. Ich werde euch gerne berichten, wie ich Hörbuch hören in meinen Alltag integriere. Schreibt doch super gerne mal, wie ihr das macht. Wann, ob ihr im Alltag Hörbücher hört und wann und wie und überhaupt. Und ob euch das auch so schwer gefallen ist, überhaupt so eine Hörbuchroutine in euren Alltag zu integrieren. Bei mir ist das, da ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß noch nicht. Aber es soll gerne bitte funktionieren. Weil ich habe einfach so viel, was ich... eigentlich so viele Bücher, die ich gerne lesen möchte. Und wenn ich das kombinieren könnte, halt ein Buch zu lesen und ein anderes Buch zu hören, wäre das unglaublich genial. So. Gewaschene Gardinen, ein Eis und einen Spaziergang später... war ich gerade duschen, habe mich jetzt zum dritten Mal heute umgezogen, habe also das dritte Outfit für heute an und fahre jetzt grillen. Also ich habe immer so einen Plan, was ich so machen will. Und ich liebe es aber, wenn sich so spontan eins ins andere fügt und ich meinen Plan über den Haufen werfen kann. Das ist schön und ich freue mich jetzt sehr aufs Grillen. Das erste Mal, dass ich in diesem Jahr grille. Und da fahre ich jetzt hin und danach fahre ich noch weiter. Und schön, ich bin heute komplett ohne Plan aufgestanden und habe jetzt einen wundervollen Tag bisher schon.
mit Freunden und Familie verbracht und jetzt geht es halt weiter. Sehr, 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 sehr schön. Von euch verabschiede ich mich damit auch und bis bald. Tschüss.